Okay, weiter geht's. Da ist Meister Kaio. Super. Aber komm erstmal auf den Planeten. Und so begann die. Und so begann das Training mit Meister Kaio. Oh, was ist los mit diesem Ort? Die Schwerkraft ist anders. Ich fühle mich, als würde ich in den Boden gehämmert. Mein Körper ist wie Blei. Oh, ein Primat, ein Affe. Hä? Der hieß doch Bobo, oder? Der Affe hieß doch Bobo. Das ist dann wohl Meister Kaio. Man sieht es ihn nicht an, aber er muss sehr stark sein. Du bist der größte Vollidiot, den ich kenne. Hi, ich bin Sagoku. Ich bin zum Training gekommen. Und zum Training hier. Uga, Uga, Affe, Banane, Es geht los, ich muss deine Bewegung nachmachen, richtig? Oh. Das ist ganz schön schwer. Meister Kaio, was ist mit dem Boden hier los? Eigentlich müssten sich Son Goku und der Affe gut verstehen können, weil ja beide so gesagt Affen sind, also nicht von Menschen her, also er ist ja so gesagt ein Affe mit einem Affenschwanz. Jetzt guck dir mal hinter dir. Hey, was machst du da? Hä? Ja, Son Goku, schön gemerkt, dass er Meister Kaio ist. Hey, wer bist du? Kratzt er sich? Kratz, kratz. Wie findest du einen Flohbiss? Hä? Hast du seine Flachwitze? Gar nicht. Wenn es dich nicht kratzt. Der König des Lachens, Meister Kaio, steht dir zu Diensten. Ach ja, er hat ja so eine komische Eigenschaft. Wenn man nicht über seine Witze lacht, ist er dann deprimiert. Hä? Und wer ist das? Das ist Bobo. Mein Haustier. Achso, Bubbles. Achso, wie kam ich auf Bobo? Mein Haustier Bubbles. Ist er wirklich Bubbles? Ich kann mich erinnern, dass er Bobo hieß. Haha, ich fand es schon seltsam, dass ein Affe Meister Kaio sein soll. Ach, wirklich? Du bist hier der Seltsame. Aber wie findest du meinen Witz? Zum Kaputtlachen, oder? Du darfst ruhig lachen. Nein. Nicht witzig. Geh mal weg. Oh, jetzt ist er sauer. Du warst wohl so nervös, dass du ihn nicht gehört hast. Nein, er hat ihn schon klar und deutlich verstanden, aber da war einfach scheiße. Tja, man kann nicht bei allen lachen. Na gut, ich habe noch einen für dich. Hallo? Hallo? Wie seltsam. Da ruft wohl einer aus dem Meer an. Da ist so ein Rauschen in der Muschel. Haha, genial. Ach, du bist so ein... Hä, was soll das heißen? Meister Kaio merkt ja, Son Goku ist zu dämlich für solche Witze. Was willst du eigentlich hier? Oh, ich möchte bei dir trainieren, Meister Kaio. Dann geh nach Hause. Wer über so gute Witze nicht lachen kann, hat keinen Sinn für Humor. So jemanden trainiere ich nicht, sage ich ja. Er ist so ein Flachwichser. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist urkomisch, Meister Kaio. Ich habe noch nie sowas Lustiges gehört. Oh. Hey, sag ich doch, du bist aber ganz schön langsam. Oh. Trainierst du mich jetzt? Na klar. Hehe, du dich trainieren? Na schön. Aber nur, wenn du meine Prüfung bestehst. Wenn du mich zum Lachen bringst, dann trainiere ich dich. Oh. Was? Ich soll dich zum Lachen bringen? Hey, schaffst du das nicht? Es muss schon sehr komisch sein, damit ich darüber lachen kann. Ja, fall hin, dann lachen wir alle. Hm. Du kannst es nicht, also geh nach Hause. Ach, Meister Kaio. Was verlangt ein Frosch in der Molkerei? Quark! Frosch? Quark?
Ach du Scheiße, Mann. Diese Witze sind so behindert. Du hast gelacht, erwischt. Mist, du bist besser als ich dachte. Ein Profi. Nein, er macht einfach Flachwitze wie du. Na gut, ich trainiere. Ich bring dir den komischsten Witz aller Zeiten bei. Hä? Achso, ja, stimmt. Ich will keine Witze lernen, sondern Kampfkunst. Ach so, Kampfkunst. Okay, greif mich mal an. Zeig, was du kannst. Das will ich ja tun, aber es ist seltsam. Mein Körper kommt mir so schwer vor. Du hast zugenommen in der Zeit. Wo bist du her? Von der Erde? Ja. Ja. Dann ist das normal. Dieser Planet ist klein, aber seine Schwerkraft ist stark. 10-mal so hoch wie die der Erde. Dein Körper wiegt hier ungefähr 10-mal so viel. Oh. Versuchst du springen? Gib alles. Springe, Son Goku. Springe, wie hoch du kannst. Okay, ga. Oh, selbst ich kann höher springen. Oh, das bringt nichts. Mehr schaffe ich nicht. Sieh an, obwohl die Schwerkraft hier 10-mal so stark ist, konnte er so hoch springen. Das wird ein interessanter Schüler. Und so trainierten sie. Nein. Son Goku hat die lange Reise über den Schlangenweg gemacht und steht endlich vor Meister Kaio. Sein anstrengendes Training bei 10-facher Erdschwerkraft hat begonnen. Kommt jetzt diese Sache, wo ich Bubbles jagen muss? Sollen wir anfangen zu trainieren? Wie lange wirst du denn hier sein? Ein Jahr. Ich weiß nicht, wie lange ich hier unterwegs war, also weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass ich viel Zeit habe. Die Saiyajin sind auf dem Weg zur Erde, um sie zu erobern. Ich möchte, dass du mich trainierst, bis sie eintreffen. Okay. Ach. Die Saiyajin, du scheinst ja mächtige Feinde zu haben. Lass mich mal sehen, wie lange sie noch bis zur Erde brauchen. Da sind sie. Sie erreichen die Erde voraussichtlich in mal 158 Tagen. Hat die, wie lange hat er gebraucht? Bis Meister Kaio? Wow, das kannst du feststellen? Ein Jahr hat er 365 Tage, oder? Ach du Scheiße, hat echt lange gebraucht. Also nur noch 158 Tage? Was sagst du da? 158 sind doch reichlich Zeit. Ey, wenn er jetzt nicht bei der Schlange gewesen wäre oder nicht runtergefallen wäre, wäre er viel, viel schneller da gewesen. Also bei Meister Kaio, ich weiß ja nicht. Dann hätte er bestimmt noch andere Techniken gelernt. 158 Tage Training hier mit mir sind wie 1000 Jahre Training auf der Erde. Oha, oha. Wirklich? Nein. Aber das Training ist keine Garantie für einen Sieg gegen die Saiyajin. Diese Saiyajin besitzen eine schreckliche Kraft. Sie sind sogar stärker als ich. What? Was, stärker als du? So ist es, deshalb musst du auch stärker werden, als ich es bin. Wenn du es nicht schaffst, ist es hoffnungslos. Man hat nie im Anime gesehen, wie Meister Kaio kämpft, oder? Also gut, fangen wir an. Hey, Bubbles. Bubbles. Banane. Banane. Ich will Banane. Zuerst musst du die Schwerkraft an diesem Ort besiegen. Versuche, Bubbles zu fangen. So schnell musst du mindestens sein, sonst hat es keinen Zweck. Sag jetzt nicht, ich muss das jetzt wirklich jetzt machen. Okay. What? Okay, ich kann bei ihm Sachen kaufen. Shenlong-Schuppe führt die Zornanzeige eines Mannes. Was sind das für Wissensgürtel? Versteckt den Effekt von verbrauchbaren Objekten. Das klingt ja mal geil. Heldengeheimnis, hört die Chance auf kritischen Trip. Du Scheiße, ist das teuer hier. Gegnerforderer, damit begegnest du eher stärkere als schwächere Gegner. Ey, sowas kann ich echt gebrauchen. Kann ich hier öfters vorbeikommen? Erstmal alles untersuchen. Endbohne. Warte mal, Endbohne? Das gibt mir sehr viel FP-Punkte. Gut.
Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich das auch verstärken. Hallo, ich will mal was Neues lernen. Gut, so dass ich es gefunden habe. Oha. Jetzt ist er viel, viel stärker. Gut, gut, gut. Energiearmband habe ich schon vom Gegner gefunden. Okay, das habe ich jetzt erledigt. Jetzt gehe ich mal alles mal untersuchen. Platonische Energie, okay. Also Leute, alles untersuchen, das hilft euch wirklich. Platonische Energie, platonische Energie. Okay, brauche ich noch den dritten. Was hat er gesagt? Ach so. Und kann ich das Auto und... Affe! Ich muss mich erstmal heilen. Ich dachte, das war ein Scherz, dass ich jetzt den Affen jagen muss. Aber anscheinend meint er es ernst. Aber erstmal die Truhe öffnen. Doppel-Z-Tank. Und Baum. Ey, ich krieg den doch niemals in dieser Geschwindigkeit, wie ich drauf bin. Shenlong-Schuppe, okay. Also Leute, ich krieg ihn. Hab dich. Ich hab's eigentlich geschafft. Ich hab ihn. Okay. Das hast du sehr gut gemacht, mein Schüler. Gut. Er ist gut, wie ich dachte. Er hat sich jetzt schon an die Schwerkraft gewöhnt. Noch 118 Tage. Er könnte meinen Kaioken meistern. Die Kaioken. Ich konnte nur davon träumen, sie zu beherrschen. Die ultimative Technik. Kaioken? Du bist wahrscheinlich bereit, aber mein Training wird härter. Also dir vorstellen kannst. Glaubst du schaffst das? Na klar. Ja, ich versuch's. Wenn du es schon versuchst, dann versuch, der Beste im Universum zu sein. Körperlich und geistig. Verstanden? Okay. Aber bevor es losgeht, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Und was für ein? Und was für ein Gefallen? Es scheint Ärger in Emmerdaios Wald zu geben. Warte, man muss sich da nicht... Emmerdaios Wald? Mess und Goss haben mir erzählt, dass die Früchte von Emmerdaio-Baum Emmerdaios Lieblingsobst sind. Das stimmt. Normalerweise würde Emmerdaio sich selbst um das Problem kümmern, aber er ist fürchterlich beschäftigt. Er hat gehört, dass du hier bist und will unbedingt, dass du ihm hilfst. Warte mal, was war das da für eine... Naja, er hat mir auch geholfen. Okay, ich gehe in Emmerdaios Wald und kümmere mich um dieses Problem. Warte mal, gab es da eine Szene im Anime, wo man das machen musste? Gut, betrachte es einfach als Teil deines Trainings. Okay. Okay. Aber also wenn das wie Training ist, dann ist derjenige stark, der im Wald Ärger macht, richtig? Anscheinend schon. Hehe, er ist jemand, den du sehr gut kennst. Raditz? Jemand, den ich kenne? Raditz! Raditz! Was? Aber Emmerdaio sagte doch, er hätte sich um ihn gekümmert. Und trotzdem macht er Ärger? Na gut, ich bin bald zurück. Warte noch eben. Der kleine Bruder muss den großen Bruder verprügeln. Hey. Ich würde mich besser fühlen, wenn du nicht ganz alleine wärst. Ich schicke jemanden mit dir. Hey, Bubbles! Ey, was soll der Apfel mit mir machen? Huhu? Hey, Bubbles? Bubbles? Ja, du weißt doch, wie schnell er ist. Du kannst seine Hilfe gebrauchen. Ich gebe dir noch einen starken Verbündeten. Grigori. Ach so, die Szene kam noch nicht. Grigori? Hä, wo ist er denn? Vor die Beleidigung. Wie frech, hier bin ich.
Gregory, komm her. Boah, ein Käfer. Wie frech willst du denn noch werden? Boah, ey, Leute. Master Kaio, muss ich dem hier wirklich helfen? Beruhige dich. Wenn ihr drei das zusammen macht, habt ihr Raditz bestimmt bald schon besiegt. Ein Affe und ein Käfer und ein Saiyajin. Die beste Formation, die man sich denken kann. Ich kriege das auch alleine hin. Hört auf zu nörgeln, geht jetzt. Ich habe einen Warp-Punkt am Baum dieses Planeten angerichtet. Springt in den Warp und ihr seid gleich in Emadaios Wald. Okay, alles klar. Warp-Punkt, Warp-Punkt, wo ist Warp-Punkt? Hier ist er. Und wir sehen uns im nächsten Part, was mit Raditz ist.